Ich bin gebeten worden, ein Gespräch mit Jörg Immendorf zu führen. Jörg Immendorf kenne ich bis jetzt nicht persönlich. Bin auch nur am Rande mit seinem Werk vertraut. Und ich habe keine speziellen Erwartungen an dieses Gespräch. Ich hoffe, dass irgendetwas dabei rauskommt. Wir sitzen vor einem relativ großen, ich nehme mal an, neuen Bild. Café Flor, Café de Flor. Ist auch noch nicht ganz fertig. Ja. Soll das eine neue Serie werden, im Sinne wie Café Deutschland? Nein, also ich werde jetzt nicht eine Serie mit einer anderen Serie ablösen. Also es ist eher so, dass dieses Café de Flor auch wieder so ein imaginärer Raum für mich ist, den ich benutze, also für Inszenierungen. Und ich meine, ihr macht das halt in Räumen, also in realen Räumen, und macht eure Musik, eure Geschichten dann in real existierenden Räumen. Und ich schaffe mir imaginäre Räume, und die zum einen also einen Bezug haben, auch einen inhaltlichen Bezug zu dem, was da mal wirklich stattgefunden hat. Also jetzt das Beispiel Café de Flor als Pariser Künstlertreff. Was dann aber ganz schnell in den Hintergrund gerät und lediglich den Rahmen bildet, ja, für eine Inszenierung. Wie gehst du an so ein Bild ran? Die Personen eigentlich als Konstruktion in diesem Bild sind doch eigentlich Ideen. Es sind für mich Energiefelder. Also teilweise die real noch vorhanden sind, also in Person, und andere, die halt nur durch das vorhanden sind, was sie hinterlassen haben. Also vorne ist Rimbaud auch. Also in Form von Literatur oder Bildern oder Objekten. Und ist eine Ansammlung von Energien. Nach so einer euphorischen Etappe, also wie Beginn der 80er Jahre, die ihr ja auch mitbekommen habt, wo also das alles so nach Aufbruch aussah, wo es lang geht. Also es hatte also sehr wenig mit Perspektive zu tun oder auch mit einer kritischen Analyse. Also nach dieser euphorischen Sache glaube ich, dass wir uns augenblicklich eher, oder ich mich, also ich habe gar kein Interesse, also immer ein Plural, also ich bin auch nicht Vorsitzender einer Künstlergewerkschaft, also ich mich eher in einer Situation sehe, wo ich mich im Atelier wohler fühle und wo ich meine, dass man also eher wieder forschen müsste und dass man sich nicht nötigen lassen sollte, also zu jedem Quatsch, der um uns herum passiert, der auch nicht so originell ist, weil in den 60er Jahren gab es auch genügend Gräuel und gab es auch genügend Probleme, dass man sich nicht nötigen lassen sollte, oder ich lasse mich nicht nötigen, also zu jedem Mist, der passiert, also auch noch Stellung zu nehmen, oder also damit meine ich die Kunst, ja. Also nicht immer noch, also das, was passiert, also mit der Kunst das Kommentieren zu begleiten. Hattest du aber nicht genau diesen Ansatz mal gehabt? Das ist richtig, ja. Also und da muss ich wir sagen, weil das in der politischen Gruppierung, also in so einer Konstellation war, also dass wir der Auffassung waren, dass wir uns auf eine theoretische Grundlage einigen konnten. Also dass man auf dieser Grundlage meinte, man könnte gesellschaftliche Müll beiseite räumen, man könnte, also die Zukunft hieß dann Sozialismus. Ne? Und da gab es einige Freunde von mir und die der Auffassung waren mit mir zusammen, dass man das auch in die Kunst einbringen müsste. Also konkret, also die Kunst dient dem Volke. Ne? Und aber selbst damals wusste schon keiner so recht, was das Volk eigentlich war oder was die Arbeiterklasse war. Also ich meine, gut, das ist auch war im Grunde egal, weil es letztendlich politisch nicht so relevant war, aber für die Kunst einige Fragen aufgeworfen hat, nämlich was für eine Rolle der Künstler also in der Gesellschaft spielen soll oder kann. Also von daher war das wichtig. Also es zeigte die Kunst in einem anderen Licht,
Also außer dem normalen Kunstbetrieb, Galerieeröffnungen, Museeneröffnungen etc. Es war ja dann auch die große Bewegung auf die Straße, also als Formel für Demokratisierung der Kunst, was sich dann hinterher, also für mich jedenfalls, als Flop herausstellte. Ich musste einfach feststellen, dass wenn was auf der Straße passierte, die Leute genauso weniger intensiv oder gleichgültig das registrierten, als wenn es in der Galerie passieren würde oder im Museum. Da passierte nicht der große Sprung der Qualität, also auch bei den Rezipienten nicht, ja, also bei den Leuten, die das also sich zu Gemüte führten. Also ich jedenfalls habe dann festgestellt, dass, sagen wir mal, diese pausenlosen Exerzitien, die wir ja durchspielen mussten, der Selbstkritik und Umgestaltung und also der Hose runterlassen, also passt das Bild jetzt in das Schema der politischen Linie oder nicht? Wir haben ja alle Abstrusitäten gehabt, also von linksradikal, das hieß also, wir malen nur transparent. Ich habe ja circa 2 Jahre überhaupt kein Bild gemalt, außer dass ich Transparente gemalt habe. Und dann also so für mich so ein paar Zeichnungen und so Parteiversammlungen ausstaffiert. Und dann quasselte mir immer einer der Genossen rein. Also ich sage immer, das sieht aber nicht so optimistisch aus, die Jungs, ne? Man müsste dran arbeiten und so. Und dann stellte sich, um das kurz zu machen, stellte sich einfach heraus, dass es für mich unvereinbar war. Und es ist prinzipiell, also mit der Vorstellung des Vordenkers oder Vorfühlers, in Klammern Avantgardist, der kann sich nicht auf einen Kompromiss einlassen. Und jede politische Linie bedeutet Kompromiss. Also weil der Künstler halt ein einsamer Wolf oder was weiß, einsames Lämmchen ist, und der kann nur sich selber verantwortlich sein, ja, also als individuelle Energie. Sobald er sich auf einen politischen Konsens einlässt und versucht, also dann das auch noch formal, also sprich mit seiner künstlerischen Arbeit, also dann zu bewerkstelligen, ich glaube, das ist dann zum Scheitern verurteilt, weil du einfach zu viel ablässt. Du musst dich ja in Widerspruch begeben, also auch mit einer fortschrittlichen politischen Gruppierung. Ich habe es ja dann später mit den Grünen nochmal probiert und das war ja ein Desaster, verstehst du? Es ist ja jeder CDU-Politiker künstlerisch fortschrittlicher als das Grünen-ZK. Also, da gipfelt also die künstlerische Avantgarde mal in so einem Volksfest irgendwo auf der Straße und mit ein bisschen Folklore. Und ich habe damals probiert, also mit dem Penck, dem Grünen-Vorstand in Bonn, eine Ausstellung anzubieten, wo wir gerade dieses Problem also forcieren wollten. Also inwieweit eine fortschrittliche, und das sahen wir so damals, eine fortschrittliche politische Kraft wie die Grünen, die eben nicht, also jedenfalls in der Mehrzahl, es den etablierten Parteien nachtun wollte, ja. Davon sind wir ausgegangen, also inwieweit solch eine eher basisorientierte politische Kraft, wie die es mit den Gegenwartskünstlern hielt. Und da war null Interesse. Ich hatte da auch schon, allein da schon immer den Konflikt in Individualität und dem Parteiprogramm, also die Haare abschneiden und das, was die Maoisten damals unter Volk verstanden, was eben auch schon wirklich ein abstrakter Begriff war, die Arbeiterklasse war eigentlich eine Idee, die sie irgendwo aus den 20er Jahren wieder aufgewärmt haben, aber die Arbeiterklasse selber war schon gar nicht mehr da, wo sie sie vermutet haben. Also der Künstler ist erstmal asozial, ne? Weil er notgedrungen von seiner Arbeitsmethode und von seinen Prinzipien her asozial sein muss, weil er immer, wenn er gut ist, immer die Nase vorne hat oder die Nase zurück hat. Ich würde da ganz komischer Ansatz bei mir, wenn ich an Innenleben denke, dann würde ich jetzt als erstes denken, dass du ja auch noch Gastronom bist. Vielleicht hat das ja was mit Innenleben zu tun.
Du meinst mit Leber und so. Innenleber, ja. Ja, das ist aber nicht, das ist keine schlechte deine, Frage. Nee, ich kenne deine Kneipe in Hamburg. Und, kennst du, ist gut, ne? Ja, ist eine schöne Kneipe. Das Wort verdient. Schlammloch, ja. Das ist wirklich so ein. Das hat ja auch, die Kneipe hat ja auch Höhen und Tiefen gehabt. Das war so von der Innenkneipe über eine Fußballfan-Kneipe, über eine vollkommene Mischpublikumskneipe. Das mache ich auch noch eine Weile. Außerdem habe ich in dieser Richtung auch noch was vor. Aber viele vergessen, dass das ja ein sozialer Raum ist. Obwohl ich das jetzt gar nicht so das wäre mir gar nicht recht, das so theoretisch aufzuladen, weißt du, so abzusichern. Eine Kneipe ist eine Kneipe. Und eine Kneipe macht auch nur Spaß, wenn du was trinkst, ja. Und wenn du Leute irgendwie kennenlernst oder wenn du wirklich, wenn da eine interessante Frau oder Mann auftaucht. Also so, ja. So sonst ist das Quatsch. Also sonst kann ich auch zu Hause bleiben. Aber es wird auch sehr viel, es entsteht auch sehr viel. Also weil da eben nicht forciert so ein Arbeitsgespräch vorgesehen ist, sondern ich habe mitunter, also wenn ich in der Bar stehe oder in der Kneipe bin, die besten Ideen. Ja. Viele verschwinden auch wieder, ja? Ja, weil ich mich dann hinterher nicht so richtig daran erinnern kann, ja, viele, wenn der Abend länger wird. Aber trotzdem entsteht da spielerischer etwas. Und bei Eröffnungen, also bei der Eröffnung bist du sowieso nur Objekt und gut, das ist ja das, was wir, worüber wir gesprochen haben, da spielst du irgendeine Rolle oder kannst auch gute Leute treffen, aber für mich ist eine Kneipe ganz wichtig und was man über diese reine Absaufläden also vielleicht mehr machen könnte ist und von daher ist doch auch in diesem Café de Flore Dings, also in diesem Café de Flore Konzept schon ein bisschen mehr als nur so ein willkürlicher Rahmen. Das Café de Flore war ja nach dem Zweiten Weltkrieg in den 20er, 30er Jahren und nach dem Zweiten Weltkrieg, also wo Sartre da war, wo viele Künstler da waren, war das eben ein Treffpunkt. Ja, genau genommen ist das ja so urban eigentlich der einzig übrig gebliebene soziale Raum sowieso. Richtig, ja. Eine Kneipe. Wenn ich die meisten Leute, die ich, wenn ich das jetzt beschränken sollte, nur auf Künstler oder Leute, die irgendwas machen, die kenne ich eigentlich alle aus Kneipen. So geht das endlos. Naja, sehr viele Künstler, also auch irgendwie, das finde ich auch vollkommen korrekt, unsicher sind und nach paar Bierchen oder was weiß der Geier, was du trinkst, dann werden sie ein bisschen lockerer und dann kommen sie raus. Ja? Mhm. Und im Atelier sind sie also so, da ist dann also meistens wie Alchemistenküche und da wollen sie nicht, dass sie in deinen Kochtopf gucken, weil sie glauben, es könnte dir was geklaut werden. Also es ist eher so eine Kampfsituation, meistens jedenfalls. Oder es sind so hierarchische Besuche, ja. Besuchst dann Star und du bist noch nicht so weit, also dieser ganze Blödsinn. Und da eignet sich eine Kneipe schon sehr gut. Mhm. Aber ich will dir mal kurz von einem Konzept erzählen und vielleicht, damit dieses Gespräch auch für uns beide Sinn macht, also in der Zukunft, vielleicht könnt ihr da auch mal irgendwann mal was machen. Ich habe hier die Arbeite an der ehemaligen Polizeiwache hier in Düsseldorf. Ja. Und da gibt es unten eine Kneipe, dann unten rechts eine Galerie. Mhm. Im ersten Stock gibt es ein Restaurant. Und darüber gibt es 9 Ateliers, die maximal für 1,5 Jahre gratis abgegeben werden an Nachwuchskünstlern. Mhm. Die zahlen also nur Strom und Wasser. Und die können also jeder einmal im Jahr ausstellen, unten. Also die leben da, arbeiten da und können gleichzeitig die Produkte, die sie da erarbeitet haben, unten ausstellen in der Galerie. Und um das also nicht so, um nicht diesen Geruch zu kriegen von der reinen Nachwuchsspielwiese, will ich, dass alle 3 Monate also bekanntere Leute ausstellen. Also Freunde aus dem Ausland oder aus dem Inland, aber Leute, die schon
Namen haben. Ja. Sagen wir das mal einfach halber so. Und das ist dieses Konzept, also wie so ein Arbeitshaus. Mhm. Also wie so eine Bienenwabe. Also deswegen die Bienchen. Und das Ding heißt Wache, also weil das. Aber jetzt auch mit dieser Ambivalenz. Also nicht nur Wache von Altstadtwache, sondern Wache von Randwache. Ja, schon klar. Schon klar. Und das ganze Ding betreibst du? Ja gut, also die Gastronomie wird jemand betreiben und die Galerie, ich bin ja kein Galerist. Nee. Und ich will auch dann meinetwegen, dass der Heiner Müller kommt oder dass der Dietrich Diedrichsen kommt, dass kleine Konzerte stattfinden. Also querbeet, ja. Also dass Filme gezeigt werden, dass man einen Jour fix hat, also dass man über Dinge reden kann und also es ist, wie gesagt, es soll mehr von Werkstatt was haben, aber mit Transparenz. Jeder ist ein Künstler. Ist ja auch eine These, also die zum Beispiel Beuys vertreten hat, aber doch auch, sagen wir, in meinen Augen mehr mit, auch mit so einem ironischen Klang, dass man sagt, also potenziell ist natürlich jeder ein Künstler in dem Sinne, dass er mit unseren Produkten, also eure Lautwerke und meine Bildwerke, dass die nur dann real werden, wenn sie von anderen also aufgegriffen werden. Ja? Also so dann. Also insofern sind die beteiligt, ja, ist klar. Also von daher hat mir das auch immer eingeleuchtet. Aber natürlich nicht immer als Produzenten, weil wir haben ja jetzt schon zu viele. Ne? Also du kannst die gleich, also kannst du eine Antithese dazu aufstellen, indem du sagst, also jeder ist kein Künstler. Ne? Keiner ist ein Künstler. Ja, keiner ist ein Künstler, korrekt, ja. Keiner ist ein Künstler. Der dritte Block in unserem Gespräch soll die Politik sein. Und gerade eben hast du schon gesagt, warum ist es so verdammt schwer, über Politik zu reden? Und du hast clever gekontert mit, wo stehst du denn heute? Ungefähr. Ja. Das ist der Punkt, warum es so schwer ist, darüber zu reden, wahrscheinlich. Also jetzt aus dem großen Wühlkörbchen der vorhandenen Parteien, wo würdest du denn dazugreifen? Also so groß ist das Körbchen ja gar nicht, beziehungsweise das, was im Körbchen liegt. Mir bleibt ja nichts weiter übrig, als bei irgendeiner Partei zuzugreifen. Leider, leider. Ja, kannst du das? Ich kann es eben nicht. Nee, ich kann es auch nicht, nee. Ich glaube, das eine Mal, dass ich wählen gegangen bin, ja, war meine Stimme an die Grünen relativ verschenkt. Das einzige Mal waren, dass sie überhaupt keine Sitze gekriegt haben. Ich habe mal in Hamburg, das war das letzte Mal, da hat die CDU mit den Grünen die Getränkesteuer abgeschafft. Und also Hamburg war das letzte Land, was Getränkesteuer hatte. Und der Gastronom. Das leuchtete mir ein, da habe ich die gewählt. Ja. Weil die haben meine Interessen an dem Punkt vertreten. Das waren 10% vom Gesamtumsatz. Ja, ja, klar. Das ist einiges. Jetzt mal ernst beiseite. Nee, das ist, also wenn ich die Frage, die ich dir gestellt habe, mir selber stellen würde, also ich würde, also auch vor dem Eindruck der letzten Ereignisse von Inkompetenz, aber das ist ja nicht nur, also jetzt bei dem Minister, der gehen musste oder sich selber gegangen hat, ich glaube, wir können in der Zukunft das nur noch mit Fachkompetenz lösen. Also weil die ideologischen Fronten sind für mich sowieso alle dermaßen verwaschen. Ich kann keinen Unterschied mehr feststellen. Also von der Gewerkschaftspartei über die Unternehmerpartei bis zur sogenannten Mittelstandspartei. Ich will die Namen, weil das ist nicht unser Ding, für die Reklame zu machen. Es passiert ja eine ganze Menge und das, was da passiert, wird dann letztendlich als Rechtfertigung und auch als Alibi benutzt, um eine Politik zu machen, offiziell. Was offensichtlich natürlich ziemlich gefährlich ist, weil die am lautesten schreien im Moment sind. Also ich bin dann, obwohl ich nun wirklich sehr hoch politisiert war, muss ich sagen, dass ich also zurückgefallen bin, also bis zu einer schon fast beschämenden Naivität, was politische Sachen angeht. Also ja, wer weiß, wie Politiker gemacht werden. Das ist ein großer Eimer von
ich tue dem Gefallen und tue dem Gefallen. Also so irgendwo, anders kann das. Nur, das wird mich gar nicht stören, sondern mich stört dieses Bigotte. Verstehst du? Also die könnten ja sagen, das ist so. Und diese Dummheit, also die nervt mich. Ja? Also das ist dann nun zu viel des Guten. Und in diesen ernsten Zeiten dann auch noch, verstehst du, wo wir also wirklich dabei sind, den Bach runterzugehen, dann komme ich wieder zu dieser Frage der Kompetenz. Da wird mir schon schwindelig und wird mir schlecht. Ja? Also wenn ich merke, was für Amateuren wir also wichtige Aufgaben anvertraut haben, also wir ja nicht, weil dieser Findungsprozess also unserer politischen Elite, die läuft ja nicht demokratisch ab, sondern wird also in den Parteien ja geregelt. Also diese sogenannte Politikverdrossenheit, die kommt ja nicht von ungefähr. Nee, natürlich nicht. Ja. Aber im Grunde hatte ich die schon ständig. Die hatte ich schon als Student oder als 15-Jähriger. Da konnte ich mit Ollenhauer auch nichts anfangen. Also ich bin so, und jetzt kommt ein anderer, vielleicht nicht uninteressanter Aspekt. Dadurch, dass die Linke also, sagen wir mal, vollkommen diskreditiert ist, also durch real existierenden Sozialismus, DDR, zusammenbrechen, Russland bricht zusammen, China ist auf dem Weg, also zwischenkapitalistisch, und irgendwann werden die also mit Sicherheit also nicht so auseinanderfallen wie Russland, weil die auch irgendwo mental irgendwie anders und gelagert sind, aber sicherlich werden die einen staatskapitalistischen Weg einschlagen. Ja. Gut, also uns bleibt ja nichts anderes übrig, als ein bisschen zu spekulieren. Das ist ja okay. Wir sind ja Künstler, wir können das mal ruhig machen. So, da wir in den 60er Jahren, wir hatten diese Alternative. Und du bist ja so ein, darf ich mal fragen, wie alt du bist 33. Jetzt? 33. Ja, also soweit. Du hast aber auch noch diese linke Sache mitbekommen. Ja. Da gab es zumindest eine Alternative, ja. Auch an politischer Vision. Die gibt es heute nicht mehr. Ja. Und da junge Menschen nun mal eher dazu neigen, extrem zu reagieren und nicht also mittelstandsmäßig. Ja. Es geht eben kein 16-Jähriger in die FDP oder so ein paar ganz versierte, verstehst du? Also das ist einfach unnatürlich. Ja. Entweder haust du auf den Putz mit 18 oder du bist sowieso schon Frührentner. Verstehst du? Also, aber und das, was sich perverserweise an Extreme anbietet, ist diese Müllrechtsideologie. Ja, ist richtig. Ja. Das macht mir so ein Übergefühl. Solange ich mich erinnern kann, also selbst als ich noch zur Schule gegangen bin, gab es da genauso auch Leute, die einfach ein völlig verqueres Wertesystem im Kopf hatten. Und dann klar, der Vorsitzende der Viking-Jugend war auch in meiner Klasse. Ja, ja, klar. Damals haben das alle mehr oder weniger als totale Schule abgekanzelt. Aber jetzt nochmal ernsthaft, worüber ich erstaunt war, ist, dass ich hatte ja sehr viel, von der politischen Programmatik, also sehr viel Hoffnung doch in die Grünen investiert. Und gerade vor dem Hintergrund der letzten Ereignisse, mit den Gruselsachen, die da passiert sind, hätte ich erwartet, dass die Grünen, also jetzt, heute kann ich es nicht mehr erwarten, also im Grunde widersprechen wir selber, vom damaligen Ansatz, dass die Grünen sich also inhaltlich so faszinierend machen könnten, dass die ein Magnet würden für junge Leute. Ja. Und das passiert nicht. Nee. Die sind auch merkwürdigerweise still. Also ich habe sehr wenig gehört, also das ist bei den letzten Vorkommnissen. Es gab, es gab dann diese Lichternummern plötzlich, aber das sind... Ich weiß auch nicht, ob das unter Politik läuft. Das sind so gut Willensbekundungen, das ist auch in Ordnung, aber also ich glaube, ich bin Royalist halt oder so. Ich möchte einen guten König haben. Oder so. Aber das war man schon als Maoisten. Wenn man das richtig überlegt,
waren die maoistischen Organisationen ja nichts anderes wie Führerparteien, ja? Ja. Also Mao war ja für uns wie so ein verklärter Ludwig, ne? Das war, hat Gedichte, also für mich war der großer Dichter. Auch deswegen faszinierend, lebte einfach, das hat mir auch großen Einfluss, also groß, das hat mich groß beeindruckt, konnte Gedichte machen, hat einen langen Marsch gemacht, war ja natürlich, wenn du das hinterher richtig analysierst, der ging auch über Leichen, also so ist das nicht, also, ja, so. Also aber das, und er war weit genug weg, er war exotisch genug. Mhm. Ja, das war also mein Gespräch mit Jörg Immendorf. Ich hoffe, das war einigermaßen erhellend für die lieben Fernsehzuschauer zu Hause. Für mich war es amüsant. Ich nehme an, man hat offensichtlich gemerkt, dass es ein gewisses Unbehagen gibt, über die Politik zu reden, dass einem dabei sogar schlecht wird, was wahrscheinlich historisch gesehen nicht unbedingt neu ist, aber das macht immer noch nichts. Ich fand es sehr interessant, über Arbeit zu reden. Und dass wir das Innere beschränkt haben auf den gastronomischen Aspekt, fand ich eine relativ clevere Lösung.